Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir überlegt, dass ich euch heute mal so den kompletten Prozess einer Schale zeigen werde. Das bedeutet, ich werde hier so einen Baumstamm holen oder auch ein paar schon zurechtgeschnittene Stücke. Werde die dann entweder noch ein bisschen zuschneiden, mitholen und dann daheim drechseln. Übrigens, das hier ist nicht mein Auto, das ist das Auto von meinem Vater. Das weiß er auch nicht. Fadi, falls du das hier siehst, es ist nicht dreckig geworden. Jetzt ist nämlich im Moment in der Werkstatt, da wird die Vakuumpumpe gemacht und deswegen kann ich auch heute nicht so den wilden Bill machen und mein Auto wieder so voll hauen mit Holz. Hier unter der Plane habe ich ein paar Baumstämme, die sind schon trocken. Das sind wirklich komplette Stämme. Die wollte ich eigentlich zu Schalen drechseln. Ich werde mal schauen, ob ich ein paar Stämme rausbekomme, aber das ist dann mal so ein bisschen Holz, was ich verdrechseln kann. Hier sind überall auch noch so ein paar Stücke. Dann habe ich aber auch hier noch ein paar Stücke, die kann ich heute auch noch mitholen und zu Schalen drechseln. Da, das ist alles richtig schönes Holz. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich hier dieses ganze Holz, diese Linde zugeschnitten habe, da werde ich hier oben rechts mal ein Video verlinken. Da benutze ich auch meine große Stielkettensäge für alle Leute, die Kettensägen mögen. Ist das Video, denke ich, ganz interessant. Ich werde auch heute vielleicht so auf etwas unkonventionellem Wege ein paar Schalen verkaufen. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal in die Videobeschreibung. Da werde ich ein paar Takte zu reinschreiben, wie das Ganze ablaufen wird, denn es gibt noch keine Webseite. Deswegen läuft das Ganze so ein bisschen per Mail. Aber wie gesagt, schau einfach mal in die Videobeschreibung. Ich sehe auch schon ein paar Stücke, die echt schön sein könnten. Das hier müsste, glaube ich, auch eine Linde sein. Ein schön großes Stück, wenn ich es dann auch rausbekommen würde. Und genau sowas werde ich heute mitholen, daraus kann man eine schöne große Platte drechseln. Das ist aber auch echt geiles Holz. Ich kann euch nicht mehr sagen, was das hier für Holz ist, aber ihr seht schon wieder, es ist einfach ein guter Grund, Holz aufzuschneiden. Geht mal zum Forst und fragt, ob die ein paar Stämme haben. Ich habe gerade mit jemandem telefoniert, bei dem habe ich auch früher gearbeitet. Das ist ein Gartenlandschaftsbauer, ein richtig cooler Kerl und der hat öfters Holz. Ich habe gerade mit ihm telefoniert, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn vielleicht ein paar von euch auf ihn zukommen würden, die Drechselholz möchten. Ich sage es ganz bewusst, es ist kein Brennholz, es ist ausschließlich Drechselholz. Denn Brennholz, jeder, der irgendwie was mit Brennholz macht, ja, wie gesagt, wir reden jetzt erstmal von Drechselholz, großen Durchmessern. Und ich sag mal so, die Bedingung an euch ist, ihr müsst selbst schneiden können, ihr müsst ein Auto haben, wo ihr es reinladen könnt. Und es wird eine Kleinigkeit kosten, aber es wird schon in Ordnung sein. Falls euch das interessiert und falls du aus dem Saarland bist, denn das Zeug wird natürlich nicht verschifft, nehm mal hier oben rechts an der Umfrage dran teil, ob du aus dem Saarland bist und wirklich Interesse hast. Du musst wirklich, also wirklich ernst gemeint und nicht einfach, ja, ich möchte einfach mal was haben. Wirklich ernst gemeintes Interesse. Ich habe gerade extra ein paar Minuten für euch telefoniert, dass ich vielleicht für euch ein paar richtig große Durchmesser an Drechselholz klar machen kann. Ich habe da so viele Stämme, ich wusste gar nicht mehr, dass ich so viel aufgeschnitten habe. Ich glaube, ich muss heute nicht mal die Kettensäge anschmeißen. So. Was haben wir denn noch da hinten? Ich habe da hinten jetzt noch ein paar richtig coole Baumscheiben. Das ist alles Apfel, glaube ich mal zumindest. Aber oben liegt auch noch Holz drauf. Und das presst da jetzt drauf. Und ich werde jetzt irgendwie mal versuchen, da irgendwie ein paar Stämme rauszubekommen, ohne mich umzubringen. Das funktioniert nicht. Das wird so nicht funktionieren. Das ist ein schönes Stück. Ich habe jetzt genug Holz für, ich glaube, 10 Schalen zu drechseln. Entschuldigung für die Leute, die sich jetzt erhofft haben, dass ich die Kettensäge noch benutze, aber da ist alles vollgeschneit und ich, wie gesagt, ich bin nicht mit meinem eigenen Auto da, das möchte ich jetzt nicht unbedingt dreckig machen und ich bin noch echt sauber. Deswegen werde ich es jetzt mal bei diesen ganzen Rohlingen belassen und jetzt machen wir uns wieder auf den Heimweg. Hoffentlich hält das Zerrstuhl aus. Okay, ich werde jetzt mal hier anfangen, diese ganzen Klötze in Kreise zu schneiden. Wir werden hier sehr wahrscheinlich ein paar Haarrisse drin haben, die stören mich aber nicht so, denn die beeinträchtigen die Stabilität von der Schale nicht so extrem.
und es sieht immer noch schöner aus. Ich werde jetzt immer hier einen Kreis anzeichnen, benutze hierfür so einen Kompass und ich kann euch empfehlen, dass ihr hier diesen Stift nicht hier drauf klebt, sondern mit zwei Rohrschellen drauf spannt. Dann könnt ihr dann immer mal abnehmen und nachspitzen und müsst dann halt nicht immer das Klebeband hier lösen. Ganz wichtig, das Zentrum mal gut markieren. Und das können wir jetzt zuschneiden. Und in dem Fall werde ich wieder hier meine alte Bandsäge benutzen. Die ist recht ruppig, aber für Drechselrohlinge zuschneiden ist es in Ordnung. Ja, hat halt einfach mega viel Power und irgendwie schneidet es das Holz. Das ist ein erster feiner Drechselrohling. So, bei den letzten beiden Rohlingen ist leider das Bandsägeblatt gerissen, aber ich habe jetzt ja zum Glück genügend Rohlinge, die ich jetzt anfangen werde zu drechseln. Ein kleiner Reminder, ich habe hier ja mit meiner Absauganlage eben die ganzen Späne abgesaugt und ich habe ja den Abscheider, den werde ich hier mal kurz zeigen. Ich habe hier meine Absauganlage und dann steht hier der Abscheider. Oh, oh nein, Handy! Okay, noch ganz. Und da siehst du hier ganz gut, dass die ganzen Späne unten in der Kiste liegen und halt nicht in meiner Absauganlage. Die Pläne zu diesem Abscheider habe ich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Richtig cooles Teil. Die Leute, die sich die Pläne holen, bekommen auch ein Zusatzvideo. Da gehe ich auch auf ein paar Probleme ein, falls eure Absauganlage generell nicht so richtig gut funktioniert. Habe ich euch unten alles verlinkt, wie auch unter jedem anderen Video. Ich werde jetzt mal hier die Planscheibe auf den Rohling draufschrauben. Und das richte ich einfach per Auge aus und schraube es dann mit vier Schrauben fest. Und diese Schüssel kommt jetzt hier auf die Drechselbank. Ganz am Schluss gebe ich ihm immer so einen kleinen Klacks, damit die Schale auch fest aufgespannt ist. Das reibt jetzt hinten ein bisschen am Stromkabel, deswegen drehe ich den Kopf direkt ein kleines Stückchen rum. Und jetzt kann sich der Rohling frei drehen. Das Stück Holz ist noch nicht so rund, deswegen werde ich hier diese Röhre mit kürzerer Phase holen. Die kann ein paar härtere Schläge besser abhalten als hier diese Röhre. Die haben beide, glaube ich, 14 mm in Breite. Ich habe auch ein eigenes Video gemacht, wie ich meine Drechselwerkzeuge schärfe. Das werde ich dir mal oben rechts verlinken. Hier seht ihr die drei eigentlichen Röhren, die ich nur noch zum Schalendrechseln benutze. Das sind alle Schalenröhren. Und hier diese beiden Röhren, hier die äußeren, benutze ich immer bei einem unterschiedlichen Fall von Holz. Falls ich viele Äste habe oder viele Unregelmäßigkeiten, hole ich die hier. Die ist ein bisschen aggressiver, die hält höhere Schläge besser aus. Und diese Röhre hier ist ein bisschen spitzer. Mit der kann ich speziell im weicheren Holz viel, viel besser Material wegholen. Diese kleine Röhre benutze ich eigentlich immer nur für den letzten Schnitt. Ist aber auch gleich angeschliffen hier wie diese Röhre. So, die Schale hier ist jetzt relativ groß. Normalerweise hätte ich hier den Kopf auch nicht gedreht. Und hier dieser Rohling ist auch noch nicht ganz so gut zugeschnitten, weil er relativ stark eiert. Das soll jetzt aber erstmal kein Problem sein. Ihr merkt ja speziell, dass hier sehr, sehr große Schläge auf dem Holz, aufs Werkzeug schlagen.
Weil wir jetzt hier relativ weiches Holz haben, werde ich auch hier die andere Röhre holen. Da werdet ihr jetzt sofort sehen, dass das ein gutes Stück besser geht. Ich werde mal hier einmal entlang drechseln. Die Außenseite ist jetzt fertig. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, gar kein Problem. Denn ich habe mir überlegt, dass ich jetzt dir mal die verschiedenen Schritte, um die Außenseite hier herzustellen, an verschiedenen Schalen zeigen werde. Das bedeutet hier, die Außenseite ist komplett fertig. Und jetzt werde ich mal schnell den nächsten Rohling holen, werde den ersten Schritt, den ihr jetzt schon gesehen habt, überspringen und dann zum nächsten kommen. Und zwar, wie bringe ich hier die Form an die Schale? Ich habe das Ding jetzt ganz schnell auf eine zylindrische Form gebracht, dann kann ich die Drehzahl gleich erhöhen. Hier, der Rohling ist höher, also relativ hoch, deswegen wird hier diese Kurve ein bisschen spitzer zulaufen. Und ich werde jetzt, damit ich mir die Form anarbeiten kann, erstmal hier die Messauflage schräg stellen, so wie die Außenseite der Schüssel später haben wird. Und jetzt einfach mal ein bisschen Material runterholen. Ich werde als erstes die Außenseite drehen und erst danach den Rezess. Die ungefähre Form ist jetzt fertig. Ihr seht, die Oberfläche ist echt richtig, richtig rau. Ich werde jetzt mein Eisen neu schleifen und dann werdet ihr sehen, wie wir aus dieser schroffen Oberfläche eine richtig feine Oberfläche ohne Schleifen hinbekommen. Das ist ja Linde, das bedeutet, das ist ein relativ weiches Holz. Und so kann man hier einen sehr, sehr feinen Schnitt machen. Wäre es hartes Holz, könnte man es natürlich schön schaben. Das geht hier aber gar nicht, weil ihr dann direkt das Holz ausgesorgt. Ich werde jetzt meine Röhre relativ steil ansetzen. Ihr seht ja, was ich mache. Sehr, sehr steil werde ich sie ansetzen. Ihr seht schon, dass ich einen guten Span hier abhole. So, und jetzt seht ihr, dass die Oberfläche schon echt ziemlich gut ist. Ist mir aber noch nicht gut genug, deswegen werde ich jetzt noch 2-3 Gänge drüber gehen, damit die Oberfläche noch besser wird. Und ihr habt gesehen, dass die Späne, die hier zustande kommen, schon für sich sprechen. Okay, die ist jetzt auch schon fertig. Das bedeutet, das Schleifen muss ich dir auch wieder in der nächsten Schale zeigen. Da sind absolut keine Ausrisse drin, weil ich den gleichen Schnitt wie eben gemacht habe. Und die Späne, die dann am Schluss entstanden sind, waren diese hier, und da seht ihr einfach, das ist ein Span und das sind überhaupt keine Sägespäne. Das bedeutet, das sind keine Sägespäne dabei und das bedeutet, das ist eine gute Oberfläche. Das werden wir jetzt schleifen und ich fange mit 120 an. Normalerweise könntet ihr normales Schleifpapier benutzen, aber einfach weil es ein bisschen schneller geht und ich ja hier auch ein paar Schalen dabei habe, wo ein paar Äste dabei sind, benutze ich hier diese Poliermaschine und schleife das zu Beginn erstmal mit 120. Aber das war's dann auch. Danach schleife ich nur noch mit normalem Handschleifpapier, weil die Oberfläche dann gut genug ist. Also es ist sehr, sehr gut. Bis zur Körnung 600 schleife ich übrigens. So, das sieht gut aus. Ich werde die Maschine jetzt andersrum laufen lassen, damit ich in beide Richtungen einmal geschliffen habe.
werde jetzt fertig schleifen. Das ging ja schon wieder schnell. Und die nächste Schale ist von außen, von der Form her schon komplett fertig. Ich habe es gerade geschliffen, wie auch schon gezeigt. Und jetzt kommt das Finish drauf. Ich benutze ein selbstgemachtes Finish. Das ist lebensmittelecht. Und das bedeutet einfach, dass ihr da Obst und Gemüse und so ein Zeug halt einfach reinlegen könnt, ohne dass das irgendwie eine Auswirkung auf euer Essen hat. Ich verwende ein selbstgemachtes Wachsöl-Finish. Und das plane ich zu verkaufen. Schau mal in die Videobeschreibung, dort werde ich auch auf etwas unkonventionellere Art vielleicht so ein paar Finishboxen verkaufen. Die sind natürlich nicht so klein wie diese hier, da ist ein halbes Kilo drin, damit ihr auch für eine Zeit lang auch was habt. Denn ich finde es blöd, wenn ihr einfach nur solche kleinen Dosen habt. Wie gesagt, das wird es bald richtig zu kaufen geben. Ich werde so einen Testverkauf starten. Schaut mal in die Videobeschreibung, falls ihr was möchtet. Und die Auftragung ist ziemlich einfach. Hier ist nicht mehr so viel drin. Aber ihr braucht auch nicht so viel wenig. Ihr braucht nicht so viel. Ihr schaltet einfach eure Maschine ein. Lässt sie ganz langsam laufen. Wie gesagt, das hier ist echt ein bisschen wenig. Und fängt dann einfach von der einen Seite an, das aufzutragen. Als erstes ist jetzt das Ziel, überall das Finish drauf zu bringen. So, und wenn ihr dann überall Wachs draufgegeben habt, dann sieht das ungefähr so aus. Das ist jetzt aber noch nicht richtig eingezogen. Aus diesem Grund werden wir die Maschine wieder einschalten und jetzt relativ schnell laufen lassen. So schnell wie es geht. So schnell wie ihr es auch eben laufen hattet, als ihr gedrechselt habt. Und jetzt werden wir wieder die Fläche abgehen. Und dadurch, dass wir das Ganze jetzt hier erwärmen, schmilzt das Ganze und kann schön ins Holz einziehen. Das machen wir auf der gesamten Fläche. Da haben wir hier teilweise noch ein bisschen zu viel Finish drauf. Und jetzt nehmen wir uns einfach ein paar Späne, ein paar Drechselspäne und halten die drauf. Und mit diesen nehmen wir dann das extra Finish runter, was da zu viel drauf ist. So, und das war's auch schon. Das ging jetzt echt schnell, das Lebensmittel echt. Ihr könnt es abwaschen und es sieht einfach schön aus. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell das jetzt funktioniert hat. Wie gesagt, schaut mal in die Videobeschreibung. Mann, ich brauche echt mal ein Weitwinkelobjektiv. Schaut mal in die Videobeschreibung, falls ihr daran Interesse habt. Das ist auf jeden Fall das Finish, was ich jetzt bei den letzten 30 Schalen, glaube ich, angewendet habe. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Schalen angefertigt. Das hier sind jetzt ein paar. Die Rohlinge, die ich für diesen Satz Schalen habe, sind leider nicht so ganz groß. Aber das Holz ist echt schön und jetzt werden wir mal mit der Innenseite anfangen. Dieses Spannfutter ist leider mittlerweile sehr ausgegorscht. Das haben wir zum Saarländischen. Und deswegen muss ich es hier ein bisschen spezieller spannen. So, ich habe jetzt die Spindel arretiert, das bedeutet, ich kann sie nicht mehr drehen. Wir haben hier einen innenliegenden Rezess, den werde ich jetzt hier reinspannen. Und werde erstmal das Ganze grob von Hand festziehen. Ich schaue da immer wirklich, dass die Schale komplett plan anliegt. Wenn sie das nicht tut, dann könnte es sein, dass sie rausfliegt. Hier seht ihr auch diese Löcher, die sind komplett ausgeleiert. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, normalerweise holt man sich hier noch den zweiten. Dann rutsche ich meistens ab und dann tut man sich ein bisschen weh. Deswegen hole ich mir jetzt hier einfach einen Hammer und arretiere das jetzt mit leichten Schlägen. Ich schlage da nicht drauf wie ein Irrer, nur so, dass das Ganze leicht gespannt wird. So, und jetzt ist die Schale mal festgespannt. Und jetzt müssen wir als erstes mal hier vorne dieses Unrunde wegbekommen. Hier die Außenphase. Jetzt können wir auch schon das Material ausgeben.
So, hier haben wir noch ein paar Riffel drin, aber außer so haben wir gar keine. Das bedeutet, ich gehe jetzt noch einmal drüber, damit wir auch eine glatte Innenseite haben, weil das hier ist noch nicht gut genug. Allerletzte Schale ist jetzt fertig und hier habe ich auch schon von Anfang an eine Schutzbrille getragen, beziehungsweise eine komplette Maske, denn ich habe schon gesehen, dass hier eine Rinde war und bei solchen Holzstückern kann halt eben einfach hier das Stück Holz einmal wegfliegen, deswegen habe ich auch eine Schutzbrille getragen. So, einiges an Arbeit, das hat jetzt ungefähr eine Woche gedauert, aber das lag daran, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich jetzt mittlerweile auf Mittagsschicht bin, mega ätzend und ich werde mal die anderen Schalen holen und dann werde ich das mal zeigen. Wow, das sind doch echt mehr geworden, als ich gedacht habe. Hinter mir seht ihr schon ein paar Holzschalen. Und das sind jetzt, glaube ich, 14 Stück. Und von denen habe ich auch schon ein paar verkauft, die auch jetzt schon gar nicht mehr hier sind. Aber ich zeige sie dir mal kurz. Das waren jetzt die ganzen Schalen und ich habe wirklich, wirklich gemerkt, wie meine Fähigkeit noch mal ein gutes Stück besser geworden sind, die Schalen zu drechseln, denn ich habe echt nicht viel schleifen müssen und das ist halt immer ein gutes Zeichen. Ich zeige dir erstmal noch kurz meinen ganzen Drechselplatz, wie viele Späne sich da angesammelt haben. Das ist richtig viel, vor allem hier auf dem Boden liegen auch Späne, aber die haben sich aufgebäumt und hier oben überall. Also wirklich überall. Hinter die Bandsäge, überall. Wenn du Finish oder eine Holzschale möchtest, schau einfach mal in die Videobeschreibung. Das ist jetzt wirklich nur ein Testversuch, um zu schauen, ob da irgendwie Interesse besteht. Und wie gesagt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch ein paar Wörter reingeschrieben. Und ansonsten soll es das dann auch schon für heute gewesen sein. Schreib mir mal, ob du sowas hier wiedersehen möchtest. So den kompletten Prozess von, ich sag mal, vom Baumstamm bis zur fertigen Schale. Denn wie gesagt, bald werde ich nochmal ein paar Rohlinge vorbereiten. Und das könnte ich mir vorstellen, ist Videomaterial für ein neues Video. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sag einfach mal Tschüss.